Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Movie Star Planet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich hatte euch ja in der letzten Folge gefragt, wer von mir einen Look haben möchte. Und da haben doch auch einige kommentiert, was mich sehr, sehr freut. Deswegen werde ich heute eine reine Look-Folge machen. Vermutlich werde ich sogar zwei Folgen daraus machen, da doch, wie gesagt, einige Leute kommentiert haben. Ich glaube, insgesamt sind es 13 Stück. Da werde ich mal so nach der Hälfte ungefähr schauen, wie lang die Folge schon geht und dann wahrscheinlich zwei Folgen draus machen. Also wenn ihr jetzt in der ersten Folge nicht dabei seid, nicht traurig sein. Ich werde direkt im Anschluss noch die zweite Folge dann aufnehmen und dann auch hochladen. Vielleicht nicht heute am Freitag, aber dann morgen am Samstag. Aber das werde ich dann noch spontan entscheiden. Also, dann fangen wir doch direkt mal an. Ich habe mir hier alle Namen, wie gesagt, aufgeschrieben. Und wir fangen an mit Julia. Wie mache ich das am besten? Finde Freunde wahrscheinlich, oder? Julia. Oder, ach, ich muss bei meine Freunde gucken, das ist wahrscheinlich klüger. Ich glaube, da habe ich sogar nur eine Julia drinne. Genau. Julia, LOL, Herzchen, Herzchen. So, dann muss ich ja auf dein Profil. Und dann auf Looks ansehen. Und dann schaffe einen neuen Look von Julia, LOL, genau. Das ist hier das Richtige. Genau. Ja, ich habe das noch nicht so häufig gemacht, ich glaube zweimal oder so, deswegen muss ich hier noch ein bisschen schauen, wie man das gut machen kann. Dann mache ich dich erstmal nackig, damit wir da auch komplett von vorne starten können. So, fangen wir, würde ich sagen, mal mit den Haaren an. Wow, da hast du ja einiges, meine Güte. Was kann ich denn da? Das ist ja jede Menge. Habe ich mir natürlich nicht gemerkt, welche Haare du vorher hattest, aber die hier gefallen mir ja sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin ja so eine Pink-Fan, Pink-Schwarz-Fan. Ja, ich glaube, die Haare werden es. Bei Accessoires. Ach, ich mache erstmal Oberteil dann. Da hat man dann einen besseren Überblick. Das hat mir schon... Oh, das ist ja total süß. Ach, passt das auch zu den Haaren? Ich bin mir unsicher. Vielleicht das... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist so ein bisschen sportlicher eher. Das ist auch ganz niedlich. Das gefällt mir gut. Ach Gott, du hast wirklich viele Klamotten. Da kann man richtig viel mitmachen. Das ist auch niedlich. Oh, wenn das so weitergeht, geht die Folge eine Stunde. Da muss ich mich schon ein bisschen ranhalten, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall zwei Folgen dann draus machen. Das passt auch ganz gut zu den Haaren. Das auch. Ich gucke mal gerade, was für Hosen du noch hast. Also mein Favorit war ja... Moment, wo war es denn gewesen? Dieses hier fand ich recht schick dazu. Aber wir gucken mal, was für Hosen du hast. Gar nicht so einfach. Das gefällt mir ganz gut, zum Beispiel die Kombination. Oder das. Ja. Gar nicht so einfach für mich. Das ist niedlich hier. Da ist auch so ein rosa Rand unten. Oh, und was ist das hier? Aha. Sieht auch nicht schlecht aus, aber ich glaube, ich werde diesen Rock hier wählen. Dann noch die Schuhchen dazu. Da wäre es jetzt natürlich cool, wenn wir auch pinke Schuhe hätten, aber die hast du bestimmt. Entweder die oder die. Das sieht ja super süß aus. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mir gefällt das ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich glaube... Dieser Look wird es sein. Dann gucken wir mal. Das sind noch so Wimpern, aber da hast du eigentlich schon schöne Wimpern. Aber so ein bisschen Schmuck hätte ich dann schon noch ganz gerne. Und zwar, was können wir da nehmen? Katzenohren werden etwas übertrieben, weil man ja schon hier die kleinen Zöpfchen hat.
Vielleicht so eine Häschentasche. Ja, doch, das sieht ganz niedlich aus, finde ich. Wow, du hast so viele Sachen. Da bin ich wirklich leicht überfordert. Ja, doch. Ich glaube, Ohrringe bringen ja eh nichts. Die sieht man nicht. Kette fände ich jetzt auch etwas übertrieben, weil wir jetzt ja schon die Tasche haben. Okay. Ja, ich denke, das wird's werden. Okay. Dann, wie nenne ich den Look? Ich denke, dadurch, dass ich so viele Looks heute mache, möchte ich das ja nicht unnötig in die Länge ziehen, weil ich ja schon so lange zum Aussuchen brauche. Nenne ich einfach Let's Play Look, weil ich es ja im Let's Play mache. Die anderen Looks werde ich dann wahrscheinlich genauso nennen. Also ein Let's Play Look für dich, liebe Julia. So, abgespeichert. Ja, schicken wir mal ab zu den Bewertungen. Warum nicht? Und dann geht's weiter mit... Mist, jetzt ist mein Zettelchen hier. Sylvie geht weiter. Okay, dann wieder meine Freunde. Sylvie, da ist ja so ein Strich vorne dran. Sylvie. Mal schauen. Hier. Und zum Profil. Dann, genau, schaffe einen neuen Look. Okay, jetzt muss ich mir mal die Frisur merken. Also so blond und so ein Zöpfchen an der Seite. Na? Das ist manchmal gar nicht so einfach, hier diese ganzen Sachen wegzubekommen. Irgendwie will das auch gar nicht weg. Ist das permanent bei dir? Kriege ich das nicht weg hier, die Schminke? Das hier auch? Doch, das bekomme ich weg. Okay, dann lassen wir die Augen einfach so. Macht ja nichts. Okay, was hast du denn alles? Oh, wow. Da habe ich ja gleich was Tolles gefunden. Das sieht ja richtig heiß aus. Hier mit den, ich weiß nicht, ob das Zweige sind. Das ist wahrscheinlich so von ja, Halloween oder Weihnachten, würde ich behaupten. Das gefällt mir richtig gut. Aber ich möchte nochmal die anderen Frisuren mir ansehen. Aber ich denke, oh, das sieht auch schick aus hier mit dem Blau. Mhm. Wow, du hast ja auch richtig viel. Wahnsinn. Das spielt ihr wohl alle schon recht lange. Sehr, sehr schicke Frisuren. Meine Güte. Aber ich werde bei dieser Wahl bleiben, weil die Haare finde ich richtig klasse. Die würde ich auch gerne haben. Muss ich mal suchen. Aber wahrscheinlich ist das für VIP, könnte ich mir vorstellen. So toll, wie das aussieht. So, dann schauen wir mal. Ah, das sind wahrscheinlich noch Halloween-Klamotten. Gefällt mir schon mal sehr gut. Auch das ist hier auch richtig heiß. Mal schauen, was wir hier sonst noch so haben. Oh, oder das. Ach Gott. Das ist ja voll mein Stil. Mal schauen. Mhm, mhm. Das ist auch niedlich. Oh, oder das mit den Perlen. Ja, sehr, sehr schön. Aber ich denke, ich bleibe bei dem ersten oder zweiten, was ich jetzt schon ausgewählt hatte. Aber ich gucke hier trotzdem noch ein bisschen weiter durch. Oh, das ist ja auch total niedlich. Aber auch und das mit dem Schnurrbart. Ich bin ja so ein Fan von der Marke I Love Moustache. Kennt ihr vielleicht? Ich liebe Schnurrbart. Auch das Kätzchen hier. Auch niedlich. Okay, aber wir gehen wieder nach vorne. Ich habe hier schon richtig viel Zeit verbraucht. Vielleicht wären das sogar 3 Folgen. Also entweder das oder das. Mal gucken, was für Röcke du hast oder Hosen. Ach, guck mal, da sehe ich schon was. Gehört das vielleicht auch wirklich zusammen? Das sieht nämlich sehr, sehr ähnlich aus. Dann wäre es natürlich nicht so kreativ von mir, die einfach zusammenzufügen, aber es sieht einfach gut aus. Mal gucken, ob ich dabei bleibe. Das sieht auch hübsch aus. Auch nicht schlecht. Die hatte ich ganz am Anfang mal an, genau, die mit den Pandas. Huch, ist da ein Schwänzchen mit dabei? Tatsächlich, ich glaube, das ist ein Schwänzchen, ein Schweif. Hm.
Okay, ich denke, ich werde das erste wählen, weil ich wirklich finde, das passt super zusammen. Falls dieser Look so vielleicht auch im Shop war, tut es mir leid, dass ich da ein bisschen unkreativ jetzt bin, aber ich finde, das passt einfach super zusammen. Accessoires würde ich gar nicht so viel wählen, vielleicht eine Kette oder so etwas. Denn wir haben ja hier schon die Zweige in den Haaren, dass das nicht zu übertrieben dann ist. Wo haben wir denn Ketten? Ketten. Ja, nicht gerade das Dollarzeichen, vielleicht irgendwie so ein Kreuz oder sowas würde dazu gut passen. Oder das hier. Ja, das gefällt mir schon gut. Ich denke, die Kette wird es werden, ja. Dann fehlen natürlich noch die Schuhe. Die passen doch bestimmt auch perfekt dazu, oder? Ich fürchte, ich habe genau den Look gewählt, der wahrscheinlich im Shop auch vorhanden war, aber das passt einfach so gut zusammen. Aber ich gucke gerade mal. Ah, da sind noch andere, Moment. Da passen die sogar besser dazu. Das passt auch ganz gut. Die Kükenschuhe. Sehr, sehr niedlich. Dann nehme ich die Schuhe hier. Ich finde zwar, dass die vorherigen, also die auf der ersten Seite, am besten dazu passen, aber ich möchte schon ein bisschen Variation drin haben. So, dann würde ich sagen, das wird der Look für dich sein. Den nenne ich dann auch Let's Play Look. So. Und einmal abspeichern. So, wer ist denn der Nächste auf meiner Liste? Na, immer läuft das. Immer geht das hier zu. Pi, süße Maus. Mal schauen, mal schauen. Oh, sind wir gar keine Freunde? Pi, Moment, dann muss ich das wohl komplett eingeben. XXD. Süße Maus, ganz normal geschrieben dann. Keine Movie-Stars. Moment. Pi. XXD. Süße Maus. Also ich mache es jetzt nochmal mit 2S. Vielleicht habe ich mich da irgendwie vertippt oder ich habe das aber eigentlich so abgeschrieben, wie es war. Vielleicht mit einem Strich vorne dran. Ich gebe mal einfach so süße Maus nur mit einem S ein. Da gibt es natürlich jetzt jede Menge. Okay, da muss ich dann nochmal nachhaken, wer das genau war, ob ich mich da irgendwie verschrieben habe. Dann mache ich jetzt erstmal weiter und zwar mit Toastbrot. Toastbrot. Und dann so. So. Sind wir auch keine Freunde? Ich gucke gerade noch mal hier. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so rumsuchen muss. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir auch befreundet sind. Dann ist das für mich etwas schwieriger, da die entsprechenden Leute zu finden. Bist du das hier? Das geht automatisch immer auf Finde Freunde. Ich versuche gerade mal hier meine kompletten Freunde durchzuklicken. Vielleicht sehe ich euch da. Dann fange ich aber nochmal mit Pi süße Maus an. Hier. Sophie. Ach so, Sophie. Ich habe dich gefunden. Ich habe irgendwie das SO nicht mit aufgeschrieben. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt dich. Profil. Dann gucke ich danach nochmal nach Toastbrot. Einen Look für dich. So was, da war ich nur wieder verpeilt. So, dann entkleiden wir dich auch mal. Na, geht das nicht weg?
So. Okay, du bist ja jetzt heute sehr, sehr blass. Mal schauen, ob wir da auch einen passenden Look für dich finden. Was können wir denn dann nehmen? Mir hat schon eine Frisur besonders gut gefallen. Ich glaube, die werde ich auch nehmen. Wobei es bei der bestimmt nicht so einfach ist, ein passendes Outfit zu finden. Aber ich liebe ja Türkis. Deswegen wird es auf jeden Fall diese Frisur werden. Accessoires lassen wir erstmal aus. Ach, du hast ja auch viel türkisfarbene Teile, okay. Das ist schon mal praktisch, wobei dann natürlich schwarz auch nicht schlecht dazu passen würde, aber ich gucke erstmal durch, was du so alles in blau-türkis hast. Oh, das Kleid ist ja total niedlich. Das kommt auf jeden Fall in die engere Auswahl. Oh, oder das. Ah, so viele tolle Sachen. Das ist auch schick. Ich glaube, du magst auch Türkis sehr gerne. Okay, ich denke, ich habe mich entschieden. Wo war das denn jetzt? Oh, da habe ich noch was gefunden. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schick. Okay, also entweder dieses oder dieses. Wir nehmen das andere. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, Hose würde ich dann gar keine nehmen bei dem schönen Kleid. Aber Schuhe, entweder diese hier. Das sind doch die gleichen, oder? Ja, oder wurde mir einfach doppelt angezeigt. So, ja gut, dann würden wir die nehmen. Und vielleicht noch eine Kette oder ein Tattoo, wenn du sowas hast. Da bin ich mir nie sicher, ist das jetzt ein Tattoo oder was ist das? Ach, das ist diese Kette. Nee, die hattest du ja schon an. Dann nehmen wir lieber... Ist das? Ja, das sieht ganz süß aus. Das sind Tattoos, oder? Ja, aber ich hätte eigentlich gerne an den Oberarmen welche gehabt. Wenn da sowas verfügbar ist, aber wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Okay, dann lassen wir das so. Mir gefällt's gut. Ich hoffe, dir gefällt's auch. Einen Let's Play Look für dich. Let's Play Look. So, dann gucke ich jetzt nochmal nach Toastbrot. Denn den habe ich ja vorhin oder die habe ich ja vorhin auch nicht gefunden. Bom, bom, bom. Wenn ihr mir so eine Anfrage schickt, ist es natürlich immer von Vorteil, wenn wir auch befreundet sind, dann kann ich euch besser finden. Mittlerweile habe ich doch recht viele Freunde. Ich weiß gar nicht, wo das Maximum momentan bei meinem Level ist. Okay, dich finde ich jetzt leider wirklich nicht. Muss ich nochmal nach deinem genauen Namen sehen. Toastbrot. Vielleicht mit Leerzeichen mal. Ah, alles klar. Ich glaube, du bist das. Warte auf Antwort. Ah, alles klar. Gut. Dann noch ein Look für dich. Das ist jetzt der erste Mann, für den ich einen Look mache. Da bin ich mal gespannt, was ihr so für Klamotten habt. Da bin ich ja total überfragt. Ich habe ja einen weiblichen Charakter gemacht. Ja. Die Ohrringe. Das Piercing finde ich ja klasse, das würde ich am liebsten lassen, aber ich glaube, ich lasse es auch, weil ich es gerade nicht wegbekomme. Okay, dann lassen wir das Piercing. So, dann schauen wir mal, was es hier so für Männerfrisuren gibt. Das Pinke sieht, ach, das Pinke sage ich schon, das Lilane gefällt mir sehr gut, aber das ist natürlich auch sehr, sehr speziell. Das Weiße hier gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich finde es, also was ich bisher so an Männerfrisuren gesehen habe in Movie Star Planet, finde ich schade, dass es keine langen Haare gibt. Denn ich bin ja eine Frau, ich stehe total auf lange Haare bei Männern und das ist noch untertrieben. Bei mir müssen Männer eigentlich lange Haare haben oder zumindest mal so eine Durchwuschellänge, wie hier jetzt bei der Frisur. Ja. Mal sehen, was wir dazu nehmen können. Da wäre natürlich etwas Schwarzes oder etwas Weißes auch gut. Gar nicht so einfach. Das gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Mit Fledermausflügeln, total niedlich. Das gab es bestimmt auch zu Halloween irgendwann mal. Oder das? Nein, nein. Wir nehmen das, was ich eben hatte. Das, oder das hier? Sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, wir nehmen aber dieses. Nein, das. Das wird's. Kurzzeitig umentschieden. Die Hose sieht schon mal gut aus. Vielleicht in der kürzeren Variante auch. Ich tendiere ja momentan zu dieser hier. Aber ich werde es mir noch überlegen. Ja. Das sieht auch gut aus. Was hast du denn für Schuhe noch? Die wären jetzt auch gut in Schwarz oder Weiß oder so eine Kombination aus beidem. Oh Moment, da habe ich was gesehen. Sieht das gut dazu aus? Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das auch, aber ich denke, oh, die Kükenschuhe. Ich denke, ich werde bei den Stiefeln hier bleiben. Okay, schauen wir mal. Accessoires hast du ja schon das Piercing eigentlich. Da weiß ich gar nicht, ob ich noch was hinzufügen soll. Vielleicht eine Kette oder so irgendetwas. Tattoos sieht man ja bei dem Outfit nicht. Hier ist zum Beispiel eine Kette. Ja, das gefällt mir gut. Okay, ja, ich denke, so wird es bleiben. Okay. Let's Play Look. So. Ein Let's Play Look für dich. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe ja jetzt schon 1, 2, 3, 4. Ich denke, ich werde jetzt noch einen in dieser Folge machen und die anderen werde ich dann in der nächsten Folge machen, die wahrscheinlich dann morgen kommen wird. Okay. Sophia. Mal schauen, ob ich dich gleich finde. So, ja. Genau, du bist das. Dann schauen wir mal einen Look. Denn sonst wird die Folge einfach viel, viel zu lange. Und ihr, die jetzt in dieser Folge dran seid, ihr seid ja auch die Ersten gewesen, die bei mir kommentiert haben. Also ich mache das so, wie ihr bei mir kommentiert habt in der Reihenfolge. So, okay, dann schauen wir mal. Diese Haare gefallen mir sehr, sehr gut. Dann zu den Oberteilen. Oh, wow, wow, einfach nur wow. Sowohl in lila als auch in blau gefällt mir das unglaublich gut. Oh, dieses Kleid. Da habe ich mich gerade richtig verliebt. Sehr, sehr schick. Das hätte ich auch gerne. Ich glaube, da muss ich gar nicht lang suchen. Also die beiden Kleider haben mich ja total umgehauen. Das ist auch lustig, das T-Shirt. Das sieht auch schick aus, aber ich werde auf jeden Fall bei dem Kleid bleiben. In blau gefällt es mir fast noch besser, aber ich bin ja so ein Lila-Fan eigentlich. Und das passt auch ganz gut zu den Haaren. Dann schauen wir mal, was für Schuhchen wir dann noch haben. Die hier vielleicht. Das ist jetzt natürlich etwas schwierig. Komplett lila Schuhe hast du ja nicht. Dann würde ich fast sagen, die passen noch am besten. Accessoires brauchen wir eigentlich gar nicht wirklich bei dem Outfit, weil das schon so wunderschön hier mit der Schleife gestaltet ist. Ich gucke gerade mal durch, ob mir da noch was ins Auge sticht, aber ich würde fast sagen, das ist so perfekt, wie es ist. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Jetzt hätte ich beinahe hier auf Kreuzchen geklickt und das Fenster zugemacht, sowas. Okay,
Okay, let's play, look. So, let's play, look. Einmal für dich. Okay, ihr Lieben. Jetzt habe ich ja doch einige Looks gemacht. Wie gesagt, die anderen mache ich dann in der nächsten Folge, die wahrscheinlich morgen kommen wird. Ich muss mal schauen, vielleicht schaffe ich es auch noch heute. Dann bedanke ich mich soweit bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!